In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr in Pokémon Legenden Arceus die Nebenquest Die Legende des Meeres abschließen und somit Manaphy und Fiyone finden und fangen könnt. Also, los geht's. So, und ganz im Ernst, diese Sidequest ist vermutlich somit die coolste im gesamten Spiel. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ihr im Verlauf des Spiels immer mal wieder Nebenmissionen hier im Büro von Professor Layven annehmen könnt, an der Tafel da vorne. Irgendwann wird er euch dann erzählen, dass er ein Buch gefunden hat, das über einen sogenannten Prinzen des Meeres erzählt. Und damit startet dann die Sidequest 66, die Legende des Meeres. So, und das ist die Quest, um Manaphy und Fiyone zu bekommen. Doch wie soll man dieses Rätsel nun lösen? So, und das ist der Grund, weshalb ich diese Quest irgendwie so genial finde, denn die Antwort darauf findet sich in einem ganz anderen Spiel, nämlich in Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle. Ja, das ist kein Witz, und zwar findet sich die Antwort darauf hier in der Fleetburg-Bibliothek. Dort könnt ihr nämlich das Buch Die Legende des Meeres, das Professor Layven gefunden hat, tatsächlich nachlesen. Und in diesem Buch steht Folgendes. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Pokémon im östlichen Meer, das als der Prinz bekannt war. Ein mutiger Mensch bat die Pokémon des Meeres um ein Treffen mit dem Prinzen. Ein Mantirps, ein Barmelin sowie ein Baldorfisch mit langen Stacheln erkannten des Menschen Mut an und begleiteten ihn auf seiner Reise. Gemeinsam bestiegen die vier ein Boot und stachen zur Dämmerstunde in See, wo sie nach einer Weile die Meerespforte passierten, die sich über dem Wasser erhob. Als der Prinz von der Ankunft des Menschen und seiner Begleiter erfuhr, machte er sich auf, um ihn in der kleinen Meeresgrotte zu empfangen. So, und damit ist unsere Aufgabe für diese Quest klar. Wir müssen ins östliche Meer, dabei ist die Rede natürlich vom Kobaltküstenland. Wir brauchen die drei Pokémon, das Barmelin, ein Mantips und ein Baldorfisch mit langen Stacheln, also ein Myriador. Und es muss in der Dämmerung sein, das heißt, wir müssen die Zeit dann auf abends stellen. Falls ihr die drei Pokémon noch nicht habt, möchte ich euch kurz zeigen, wo ihr diese finden könnt. Barmelin können wir dabei immer in der Nähe der Flüsse im Obsidian-Grasland finden, so wie das da vorne. Das wäre Pokémon Nummer 1. So, und Mantirp sowie Baldorfisch könnt ihr alle beide hier direkt am Strand im Kobalt-Küstenland finden. Die schwimmen hier wirklich überall herum. So, da haben wir schon das Mantirps. Zack. Yes, wundervoll. Und ein Stückchen weiter haben wir hier auch schon eine Reihe von Baldorfisch. Ich bin so schlecht, wenn es darum geht, mit seinem Magnus zu zielen. Es ist der absolute Wahnsinn. So, und jetzt haben wir auch das letzte Pokémon mit Baldorfisch gefangen. Aber Baldorfisch müsst ihr natürlich vorher noch einmal entwickeln. Und um Baldorfisch zu Myriador zu entwickeln, müsst ihr seine Signature-Attacke Giftstachelregen 20 Mal mit der Krafttechnik ausführen. Für mehr Infos dazu habe ich letztens auch ein eigenes Video hochgeladen. Könnt ihr gerne mal oben rechts auf das i klicken, um mehr zu erfahren. So, und wenn ihr dann alle drei Pokémon hier beisammen habt, bleibt nur noch eines zu tun. Wir gehen einmal kurz zum Zelt und ruhen uns bis zum Abend aus, da wir in der Dämmerung zur Grotte aufbrechen müssen. So, und wenn wir uns dann jetzt hier vom Sandfinger aus mal durch diese Meerespforte begeben, dann werden wir hier von Manaphy empfangen. In der Ferne hörst du den Ruf eines Pokémon und das Geräusch eines sich bewegenden Felsens. So, und ab jetzt können wir die Grotte aufsuchen, in der sich Manaphy und Fiyone befinden. Und wenn wir dann mal hier auf die Karte schauen, dann sehen wir auch hier eine neue Höhle, und zwar die sogenannte kleine Meeresgrotte. Und genau da wollen wir jetzt hin. So, und da ist auch schon der Eingang zur Grotte, den wir soeben freigelegt haben. Und wenn wir die Grotte betreten, dann sehen wir da direkt das mysteriöse Pokémon Manaphy, begleitet von einigen Fiyone. Anschließend werden euch Manaphy und Fiyone herausfordern. Es ist kein super schwieriger Kampf, aber ihr solltet euch einfach mit ein paar Pflanzen und Elektro-Pokémon hier reinbegeben. Außerdem solltet ihr noch berücksichtigen, dass weder Fiyone noch Manaphy in dieser Höhle shiny sein können. Es nützt also nichts, wenn ihr jetzt versuchen würdet, diese Pokémon zu shiny resetten. Das geht leider nicht. Wenn ihr, nachdem ihr Manaphy und Fiyone bekämpft und gefangen habt, die Höhle nochmal betretet, werdet ihr stattdessen allerdings andere Pokémon darin vorfinden. In diesem Fall zum Beispiel drei Octillery. Habt ihr die beiden dann also gefangen, begeben wir uns zurück zu Professor Layven und erstatten ihm Bericht. Und damit wäre die Nebenmission 66, die Legende des Meeres, abgeschlossen. Und somit habt ihr eure Sammlung wieder um einige seltene Pokémon bereichert. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Und falls dem so sein sollte, schaut doch gerne noch in meine anderen Videos zu Pokémon Legenden Arceus vorbei. Hier erkläre ich euch alles dazu, wie man alle neuen Pokémon in diesem Spiel entwickelt. Und hier, wie ihr alle Starter-Pokémon in dem Spiel bekommen könnt. Vielen, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.